Und wie findest du den Film? Ganz cool. Und du? Ich auch. Und wie findest du mich? Noch viel besser. Das bin ich, Nelson. Und es war ein... Achso, bevor ich es vergesse, folgt mir auf Instagram. Da gibt es jeden einzelnen Tag in der Woche ein überlustiges Video. Und wer das verpasst, der verpasst wirklich was. Nelson.depase heiße ich da. Gönnt euch, auf Ehre. Okay, weiter. Also, es war ein ganz normaler Tag, wie jeder andere. Ich ging die Straße entlang und dachte nichts Böses, als plötzlich mein Handy klingelte. Ich ging ran und sagte... Wer ist da? Und die Stimme am anderen Ende der Leitung sagte... Ich bin's, Lisa. Wir kennen uns von der Party letztes Wochenende. Erinnerst du dich? Ich so... Welche Party? Und sie antwortete... Na, die Party. Und ich dann... Ach, die Party. Ich hatte keine Ahnung, welche Party sie meinte, aber ich hatte ein Weibchen an der Leitung. Ein verdammtes Weibchen. Sie dann ganz trocken. Ich hab sturmfrei und wir haben uns ja so gut verstanden. Willst du vielleicht vorbeikommen? Netflix and chill? Natürlich hatte ich Lust. Netflix and chill. Wir wissen alle, was das heißt. Man guckt Filme und dann... Na, Baby? Siehst du jung aus? Wie? Du hast mich doch gerade Baby genannt. Das sagt man so, Baby, süße, schnucki. Kann ich reinkommen? Ja klar, aber zieh bitte die Schuhe aus. Nur die Schuhe? Erstmal ja. Ah, da ist sie ja. Willst du was Bestimmtes gucken? Hast du was Gelbes? Nee, lass was gucken, was gut ist. Wollen wir es uns erstmal gemütlich machen? Das klingt gut. Dann können wir gleich... Warum bist du so braun? Ist es, weil du zu viel Nutella gegessen hast? Ich esse auch dauernd Nutella und werd nicht braun. Michi, was habe ich dir gesagt? Wenn Besuch da ist, dann bleibst du in deinem Zimmer. Wer ist das? Hast du nicht gesagt, du hast sturmfrei? Ja, hab ich auch, aber ist doch nur mein kleiner Bruder. Dein kleiner Bruder ist ein Ochse und sturmfrei heißt, dass sonst niemand zu Hause ist. Du bist selber ein Ochse, brauner Nutella-Mann. Erstens, das Ochs war nicht als Beleidigung gemeint und zweitens bin ich braun, weil ich afrikanische Gene habe, nicht weil ich zu viel Nutella gegessen habe. Michi, geh in dein Zimmer, wir müssen hier noch was Wichtiges besprechen. Na gut. Sorry, jetzt sind wir wieder unter uns. Ja, ist ja nicht schlimm, aber ich muss auf den Schreck jetzt erstmal für kleine Mädchen. Mach das, da hinten die Tür links. Okay. So ein Dreck. Ihr kleiner Bruder ist in der Wohnung, das passt mir ja gar nicht. Am liebsten würde ich den... Du hast keine Seife benutzt. Was machst du hier? Bist du schon die ganze Zeit im Bad? Ich bin doch abgeschlossen, du bist hier reingekommen. Du hast keine Seife benutzt. Oh, du hast keine Manieren benutzt. Beobachtest mich beim Pipi machen. Mein Gott, hier, Wasser, Seife, waschen, zack, bumm. Zufrieden? Das war nicht genug Seife. Verrätst du mir was? Alles, was du willst? Stimmt es, dass Afrikaner so gut ausgestattet sind? Ja, sag mal, so, der liebe Gott hat uns gesegnet. Ja, schuldig. Wieso schuldig? Ich bin auch ziemlich gut ausgestattet. Du bist selber gut ausgestattet? Allerdings, besser als manch andere. Reden wir vom selben Thema? Gut ausgestattet sein, viele Klamotten haben. Ja, ja, das meinte ich ja auch. Sehr gut, aber du bist doch jetzt nicht gekommen, um mit mir über Klamotten zu reden. Nein, das bin ich nicht, Madam. Das freut mich. So volle Lippen habe ich noch nie gesehen. Und wahrscheinlich noch seltener gespürt. Er hat zu wenig Seife benutzt. Ich habe doch gesagt, du sollst in deinem Zimmer bleiben. Was für eine Seife? Der braune Mann hat auf dem Klo ca. 2,6 Gramm Seife benutzt. Für eine halbwegs ausreichende Reinigung der Hände benötigt man aber 3,4 Gramm Seife. Veräppelst du mich gerade? Dein Bruder will mich doch veräppeln, oder? Was redest du? Was meinst du? Der braune Mann hat noch zu 88,432% Pipi an seinen Händen. Okay, stopp. Süße, ich muss mal kurz mit deinem Bruder unter vier Augen reden. Guck mal, deine Schwester ist eine tolle Frau. In einer tollen Frau muss man auch was Tolles bieten. Verstehst du das? Wieso hebst du dein Pipi an meiner Schulter ab? Das erscheint mir doch sehr respektlos. Oh Gott, meine Hände sind sauber. Guck mal hier. Waschbecken, bisschen Wasser, Seife, schön viel Seife. Viel Seife. Waschen, 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 waschen. Polieren, polieren, polieren. Die Hände vom braunen Mann sind jetzt sauberer als alles andere, was du dir vorstellen kannst. So. Sauber genug? Wahrscheinlich schon. Gut, kann ich dann wieder zu deiner Schwester, ohne dass du alle zwei Minuten reinkommst und rumsabbelst? Wahrscheinlich schon. Ach, fantastisch. Sei nicht böse, er ist etwas eigen. Aber seit er 11 ist, macht er eine schwierige Phase durch. Er ist 11? Ja, wenn man ihn so reden hört, könnte man denken, er ist 15. Der hat Tattoos und... Egal, ich wollte dir noch zeigen, was ich mit meinen Lippen anstellen kann. Ja, stimmt. Was kann man denn alles damit machen? Lass mich dir zeigen. Kann ich jetzt baden? Nein, du badest jetzt nicht. Wir baden erst heute Abend. Wir? Ja, wir baden schon immer gerne zusammen. Seit wir klein sind, stimmt's, Michi? Fantastisch. Süße, sollen wir dann wieder rübergehen, Netflix gucken? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und, wie findest du den Film? Ganz cool. Und du? Ich auch. Und wie findest du mich? Viel besser. Können
Du willst baden? Michi, ich und deine Schwester müssen was Wichtiges besprechen und du kommst wieder rein zum 100. Mal. Na toll, jetzt hast du ihn zum Weinen gebracht. Ist ja gut, kleiner Mann. Später gehen wir schön baden, dann ist alles wieder okay, ja? Willst du mit uns mit den Film schauen? Das wär sehr toll. Du wirst dich doch auch freuen, oder? Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn du mit uns einen Film schaust. Ja, Freunde, es läuft nicht immer alles wie geplant im Leben, aber man darf sich von Niederlagen nicht bremsen lassen. Ich krieg noch mein Netflix in Chill mit der Süßen, glaub mir. Der Idiot denkt tatsächlich, ich würde ihn an meine Schwester lassen. Aber da kann er lange warten. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank an Saskia, ich danke dir. Vielen Dank an Miguel. Checkt auf jeden Fall beide Instagram aus, die sollten jetzt unten verlinkt sein. Checkt sie aus, folgt auf jeden Fall. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, welcher Film ist perfekt für Netflix und Chill. Ich gucke ja immer Anaconda, die Riesenschlange, ist ja klar. Oh. Schöne Wohnung und ich freue mich schon, mein Auto in deiner Garage zu parken. Ich habe leider keine Garage. Wo hast du denn gerade geparkt? Du hast eine Seilverbindung. Nein, du badest jetzt nicht. Wir baden erst heute Abend. If the songs go pop, 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 what makes you think I'm not okay with that? I took my backpack off, 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 ready to change the game and run the track. Y'all thinking I'ma fall off.